meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Produkte, die ich in diesem Jahr sehr gerne verwendet habe. Ja, das Jahr ist fast wieder rum, dann haben wir schon das Jahr 2024. Heute möchte ich euch gerne die Produkte zeigen, die ich sehr gerne in dem Jahr 2023 sehr gerne verwendet habe, die ich auch mehrmals in meinen Monatsfavoriten erwähnt habe. Das ein oder andere Produkt habe ich vielleicht ja schon sogar auch nachgekauft, was ihr sehen werdet. Aber erstmal hoffe ich, dass euch allen gut geht. Und ich hoffe, dass ihr nicht so betroffen seid von dem Hochwasser, was ja deutschlandweit zurzeit der Fall ist. Sehr viele Regionen hat es sehr hart erwischt. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so ist, dass ihr wirklich nochmal davon gekommen seid, dass ihr, wie gesagt, nicht eure Häuser oder Wohnungen verlassen musstet. Ich schicke euch ganz viel liebe Grüße und dass das Jahr 2024 dann besser wird für uns alle. Dass das Wasser auch wieder abfließen tut. Und das war sehr viel auf einmal Regen, was runtergekommen ist. Und dementsprechend schaffen das die Böden ja nicht, alles direkt aufzunehmen. Dementsprechend haben das mal die Flüsse leider dazu geführt, dass sie so hohe Pegelstände haben. Und wie gesagt, die sind auch schon so teilweise über die Ufer getreten. Also wie gesagt, ich hoffe es, es hat euch nicht getroffen. Also ich hoffe es sehr für euch, weil das ist, glaube ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie sich das so anfühlt, wenn sowas passiert, dass das wirklich bis knietief man im Wasser steht. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie es so sein so ist für jemanden, der auch halt um sein Hab und Gut. Also, das muss ich sagen. Also da muss ich, wie gesagt, glücklich schätzen, dass es bei uns in unserer Region nicht so wir betroffen davon sind. Aber trotzdem, ich hoffe es, dass es für euch nicht so ist. Weil, ganz ehrlich, es gibt auch Schöneres, sich vorzustellen, wie das Jahr zu Ende gehen sollte. Damit hat, glaube ich, niemand nicht gerechnet. Aber an dieser Stelle möchte ich auch nicht mehr weiter darauf nicht eingehen. Heute möchte ich gerne die Produkte zeigen, die ich sehr gerne verwendet habe. Trotzdem wollte ich das mal erwähnt haben und ich hoffe es, dass ihr davon nicht so betroffen seid. Dann fange ich mit den Teilprodukten an. Da habe ich von Essence die Hydro Hero 24 Stunden Hydration Tinted Cream. Das ist eine feuchtigkeitsspendende getötete Creme, die so eine leichte bis mittlere Deckkraft hat. Die Haut sieht damit makelloser aus, die Haut sieht perfektionierter aus. Die Unebenheiten, die man hat, werden sehr gut ausgeglichen. Die Haut sieht wirklich damit sehr, sehr gut aus. Die Haut ist gleichzeitig auch mit Feuchtigkeit versorgt, weil es ja, wie gesagt, eine feuchtigkeitsspendende getönte Creme ist und dementsprechend spendet die sehr, sehr gut Feuchtigkeit und dementsprechend ist sie sehr gut für trockene Haut geeignet und die habe ich sehr gerne im Frühlingssommer verwendet, als es wir die wärmere Temperaturen hatte. Ein tolles Produkt, was ich wahrscheinlich im Frühlingssommer 2024 wieder sehr, sehr gerne verwenden werde. Dann kommen wir zu einem weiteren Produkt von Catrice. Da habe ich die Nude Drop Tinted Serum Foundation. Das ist dieses Produkt hier, habe ich den Farbton 004N. Habe ich den Farbton euch gesagt. Hier habe ich von Essence die 05 Natural Ivory. Genau. Das ist hier, wie gesagt, die 004N. Das ist eine tolle, feuchtigkeitsspendende Serum Foundation, die eine leichte bis mittlere Deckkraft hat, die deckt sehr gut ab wie eine Foundation, aber es, von Pflege her habt ihr das Gefühl, als hättet ihr so eine getönte Serum Foundation drauf. Ist ja auch eine Serum Foundation und dementsprechend ist sie sehr, sehr schön feuchtigkeitsspendend.
Die Haut sieht damit perfektionierter aus, makelloser aus. Also man hat auch ein sehr, sehr gutes Tragegefühl auf der Haut. Die habe ich auch sehr, sehr gerne verwendet. Und die ist auch eigentlich nur noch bis zur Hälfte auch voll. Also hier ist auch nicht mehr viel drin, weil ich die, wie gesagt, auch sehr, sehr häufig dieses Jahr schon verwendet habe. Tolles Produkt. Dann kommen wir jetzt zu den Blushes. Da habe ich von Essence aus der Reihe The Blushes. Da habe ich nämlich zwei Stück. Da habe ich einmal den heißgeliebten, den ich rauf und runter getragen habe, die 10 Befitting. Den habe ich euch schon 2022 euch schon sehr oft gezeigt, weil ich den auch sehr ergiebig verwendet habe. Das Einzigste, was ich hier zurzeit habe, die Deckel gehen bei mir kaputt bei den Produkten. Ich weiß es auch nicht warum. Das heißt, ich muss, wenn ich verwende, muss ich jedes Mal darauf aufpassen, nicht, dass es mir aus Versehen dann wieder runterfällt. Weil ich bin so jemand, der tollpatschig ist, dass es bei mir sehr leicht passieren kann, dass er dann auf dem Boden liegt. Dass er dann in tausende Teile wieder auf dem Boden liegen könnte. Das ist ein sehr, sehr schöner, tragbarer Rosé-Rosenholzton, was sehr, sehr schön auf die Haut ist. Der lässt sich sehr, sehr, sehr schön auftragen, verblenden, aufbauen lässt er sich auch. Also sehr, sehr gut für den Alltag geeignet und auch für Anfänger ist er sehr, sehr gut geeignet. Ein sehr, sehr toller Blush, den ich wieder für mich entdeckt habe, aber der es dieses Produkt nicht geschafft hat, in meine Jahresfavorite erwähnt zu werden, weil ich den mir zu spät wieder nachgekauft habe und zu spät wieder angefangen habe, den zu verwenden. Deswegen, klar, ich weiß, wie der ist und dementsprechend hätte ich mir den auch in meine Jahresfavorite zwar zeigen können, aber ich habe es nicht getan, weil, wie gesagt, ich hatte den einfach nicht dafür nicht lang genug. Trotzdem ist es ein sehr, sehr tolles Produkt. Da habe ich einen weiteren Blush. Da habe ich die Farbvariante 30 Brit Tacking. Das ist ein etwa kräftigerer Roséton, der aber fast so ähnlich ist wie die 10. Also ich swatche den mal, ob ihr die Unterschiede sehen könnt. Ich denke mal nicht, dass ihr die Unterschiede erkennen würdet zwischen die 10 und die 30. Ja, obwohl. Und das ist jetzt die 10. Wie ihr sehen könnt, ist der mehr sehr Rosenholz, altrosa, stichig. Und der ist mehr so, die 30 ist mehr so rosé. Also beide sind sehr, sehr tolle Blushes. Hier muss man schon ein bisschen drauf aufpassen, wenn man mit dem Pinsel reingeht, dass ihr nicht so viel Produkt auf eurem Pinsel drauf bekommt. Weil es könnte sein, dass es dann zu viel Produkt auf euren Wangen drauf kommen könnte. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr toller Blush. Sehr, sehr, sehr schön, den ich auch sehr, sehr gerne verwendet habe dieses Jahres. Dazu kann ich nichts Negatives dazu sagen, außer dass es ein sehr, sehr tolles Produkt ist. Dann habe ich einen Creme Stick Blush, ebenfalls von Essence, den Baby Good Blush in die Variante 30, Rose All Day. Klar ist die Schrift nicht mehr zu erkennen, aber ich weiß, welche Farbton ich mir damals gekauft habe. Das ist ein sehr, sehr schöner Rosé, Rosenholzton. Also ist auch ein sehr, sehr schöner, tragbarer Ton, der sich sehr, sehr schön auftragen lässt, aufbauen lässt, sehr, sehr schön verblenden lässt, einarbeiten lässt. Er wird nicht fleckig, lässt sich sehr, sehr schön auftragen und trägt auch nicht die Foundation nicht ab, weil es gibt ja manchmal Produkte bei Blush oder Bronzer, wenn die cremigere Texturen haben, dass es abtragen kann. Und bei dem Produkt ist es überhaupt nicht der Fall. Ist ein sehr, sehr tolles Produkt, ein schöner Farbton. Also dazu kann ich auch nur sagen, gerade für Frühling, Sommer habe ich den sehr, sehr gerne verwendet. Ist ein tolles Produkt, dazu kann ich nichts sagen. Außer, dass ich den auch jetzt zur Zeit auch sehr, sehr gerne verwende. Dann kommen wir zu den Lippenprodukten. Da habe ich einmal von Trinit Up den Pure Nude Lipstick. Der hat ein semi-mattes Finish. Hier habe ich den Farbton,
die 025 Matt. Genau, die haben ja so ein farbiges Verpackungsdesign. Sehr, sehr schön. Das ist auch so ein schöner Rosenholzton, der so leicht bräunlich ist. Also ein sehr, sehr schöner Ton. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist dieser hier. Also ist ein sehr, sehr schöner Lippenstiftton, der so leicht bräunlich ist, so bräunlich Rosenholz. Also ist ein sehr, sehr schöner, tragbarer Alltagston, den ich auch sehr, sehr gerne im Alltag verwendet habe. Aber leider nicht so oft genug, dass der meine Jahresfavorite mit reingekommen wäre. Trotzdem ein tolles Produkt. Dann machen wir weiter mit einem Produkt von Twin It Up. Das ist ebenfalls aus der Pure Nude Lipgloss Reihe mit Jojoba Öl. Hier habe ich den Farbton 30. Das ist also ein richtig schöner, alltagstauglicher Lipgloss. Der kommt in so einen Applikator. Das ist auch so ein schöner Rosé-Rosenholzton. Wie ihr sehen könnt, also ist auch ein sehr, sehr schöner Ton, der sehr, sehr schön tragbar ist. Das mache ich meistens so. Den trage ich auf und dann gebe ich den Lipgloss da einfach drüber. Das macht so ein schönes Ergebnis, Finish. Sieht einfach sehr schön gepflegt aus. Also diese Kombination mag ich sehr, sehr gerne. Tolle Produkte. Also es gibt Twin It Up Produkte, die wirklich sehr, sehr gut sind. Die Produkte, die aber jetzt so neu herauskommen, sind nicht so der Knaller. Aber was die Produkte so in Sortimente drin sind, schon etwas länger, die sind wirklich top. Also die kann man sich wirklich mal anschauen, weil die sind wirklich sehr, sehr gut und die verwende ich auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich ein Lieblingsprodukt. Also den hatte ich euch auch sehr häufig gezeigt gehabt in meinen Favoritenvideos. Das ist nämlich der von Catrice, der Plump It Up Lip Booster mit Menthol. Da habe ich den Farbton 040 Prof Me Wong. Das ist halt dieses Produkt hier. Der hat so ein Applikatorfüßchen. Das ist so ein schöner bräunlicher Ton. Der hat auf den Lippen einen leicht kühlenden Effekt. Also man merkt schon, dass sie dieses Produkt aufgegeben hat, aber es ist nicht so unangenehm, wie ich das von anderen Produkten kenne. Wenn ihr vielleicht wisst, hatte ich den Watch the Fake, diese Lipfiller gab von Essence, den fand ich nicht gut. Und der von L'Oreal, den ich euch auch gezeigt habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß so genau. Das war auch so ein Lipgloss. Aishur hieß der Farbton, aber ich weiß jetzt nicht. Das war auch so ein Lipgloss. Den fand ich katastrophal. Muss ich wirklich sagen, als ich den aufgegeben habe, meine Lippen haben so gebrannt. Ich musste den sofort runternehmen. Und selbst dann habe ich leicht das noch gemerkt, obwohl ich schon dieses Produkt runtergemacht habe, trotzdem, dass meine Lippen gereizt gewesen sind. Also dieses Produkt, was sie sagen, also bei mir, vielleicht ist da ein Inhaltsstoff drin, den ich nicht vertragen habe. Kann ja auch sein, dass wenn ihr dieses Produkt vielleicht mal hattet oder so, schon mal ausprobiert habt, vielleicht war es bei euch ja nicht so der Fall. Ich kann nur davon ausgehen, wie es bei mir die Produkte funktioniert haben. Nur weil die Produkte bei mir sehr, sehr gut funktioniert haben, heißt ja noch lange nicht, dass es bei euch genauso so sein wird, dass es auch gut funktioniert. Da sind wir ja unterschiedlich. Aber dieses Produkt muss ich wirklich sagen, man hat schon ein kühlendes Gefühl, zwar auf den Lippen, aber es ist ein angenehmes Gefühl und es ist auch ein toller Farbton. Und ich habe den noch in zwei weitere Varianten, den Plump It Up Lip Booster. Ein tolles Produkt, was ich sehr gerne verwendet habe oder auch jetzt auch verwendet tue. Dann habe ich ein Produkt von Riva de Loop, den Plumping Lip Gloss. Da habe ich den Farbton 02. Das ist für einen sofortigen Plumping Look, sorgt für aufgepolstertes
aufgepolsterte und softe Lippe, Kühlungs- und Kribbeleffekt. Also wenn ihr den auftragt, habt ihr schon so einen leicht kühlenden Effekt. Kribbeleffekt würde ich nicht so sagen, aber man merkt schon, dass ihr kühlende Gefühl auf euren Lippen habt. Es ist ein sehr, sehr schöner metallischer, so ein Rosenholzton, der sehr, sehr schön auf den Lippen aussieht. Ihr habt hier keine grobe Glitzer, Schimmerpartikel nicht drin. Wenn ihr das Produkt kennt von Reva Loves Me, was ich euch gezeigt habe, der enthält ja schon mehr so Glitzer, Schimmerpartikel. Also den mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Aber wer nicht so auf dieses Glitzer, Schimmerpartikel drauf steht auf den Lippen, der kann sich den gerne mal anschauen, weil es ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich auch sehr gerne verwendet habe. Dazu kann ich nichts sagen Negatives. Und was ich für mich wieder entdeckt habe, ist von e.l.f. Cosmetics den Tinted Lip Öl. Also so einen farbigen Lippenöl in die Farbvariante Pink Kiss. Das ist ein super pflegender, getönter Lippenöl. Das ist so ein tolles Produkt. Das ist so ein schöner Rosé-Ton. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist dieser hier. Also der sieht sehr, sehr schön aus. Die Lippen wirken sehr, sehr schön gepflegt. Man hat so einen leichten Gefühl auf den Lippen. Klar, man merkt schon, dass man den zwar drauf habt, aber die Lippen wirken sehr, sehr schön gepflegt. Ein tolles Produkt, was ich sehr, sehr gerne verwende. Oder auch jetzt verwende. Dann kommen wir jetzt zu den Augen. Da habe ich einmal den ganz gehypten Catrice Under Eye Brightener. Boah, ganz schwieriges Wort. Instead Awake. Das ist der in der Farbvariante 010 Like Rose. Der war ja super gehypt. Jeder wollte den haben. Jeder. Und ich muss sagen, wirklich zu Recht. Es ist ein sehr, sehr tolles Produkt. Seitdem ich den verwende. Tolles Produkt. Kann nichts Negatives dazu sagen. Er lässt die Augenpartie sehr, sehr schön aussehen. Die Augenpartie sieht sehr, sehr schön wach aus. Also die Augenpartie wird sehr, sehr schön aufgehellt. Also man sieht gar nicht, ob ihr, dass ihr vielleicht auch sogar zu wenig geschlafen habt. Das ist mit ein pflegender Unteraugenauffüller mit Shea Butter. Also es ist ein richtig schönes, pflegendes Produkt für unter die Augen. Was wirklich ein auffallendes Effekt hat. Den habe ich euch bis jetzt noch nicht gezeigt, weil ich den erst vor kurzem in Verwendung habe. Aber ich bin jetzt schon begeistert von diesem Produkt, weil es einfach ein pflegendes, auffallendes Gefühl unter der Augenpartie hinterlässt. Tolles Produkt. Und es gibt es den ja auch jetzt in einer anderen Variante, aber der wird ja auch ständig ausverkauft. Also bei mir in der Drogerie zum Beispiel, muss ich sagen, habe ich den jetzt schon häufiger wieder gesehen gehabt, dass er der verfügbar gewesen ist. Man muss immer wieder mal die Augen aufhalten, wenn man dieses Produkt wirklich haben will. Das ist so ein tolles Produkt. Ich hätte es nie gedacht, dass der mir in kurzer Zeit so umhauen wird. Tolles Produkt. Also wer den nicht hat, ich möchte jetzt euch auch nicht so anfixen, aber ich bin einfach von diesem Produkt super begeistert. Ein tolles Produkt und zu Recht gehypt. Und zu Recht auch sehr, sehr häufig ausverkauft. Dann kommen wir jetzt zu den letzten Produkten, also zwei Lidschattenpaletten. Da kommen wir einmal zu der Catrice Cosmetics The Electric Rose Eyeshadow Palette. Ich habe ja euch in meinem Jahresfavoriten Video ja auch schon eine Catrice Palette hier euch gezeigt, die Hot Mocha Eyeshadow Palette, weil die habe ich wirklich rauf und runter getragen. Die habe ich zwar auch sehr, sehr häufig verwendet, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass die in meinen Jahresfavoriten geschafft hat, mit erwähnt zu werden, aber in diesem Video wollte ich sie, diese Palette nochmal erwähnen. Die sieht so aus, enthält sehr, sehr schöne, die enthält einen Rosé-Ton, dann habt ihr so einen dunkelbräunlichen Ton, das ist so ein Taub-Ton, dann habt ihr sowohl matte als auch schimmrige Töne drin, damit könnt ihr sehr, sehr schöne, alltagstaugliche Augen-Make-up-Look schminke, aber auch etwas für den
abends eine sehr, sehr tolle Palette, die ich auch gerne verwendet habe, aber nicht so häufig wie die andere, so die Hot Mocha Eyeshadow Palette, aber trotzdem ein tolles Produkt. Trotzdem wollte ich dieses Produkt euch in diesem Video erwähnen. Und dann kommen wir zu dem letzten Produkt. Das ist die NYX Ultimate Cream. Das ist die riesengroße Eyeshadow-Palette mit 40 Farbtönen. Also ich muss sagen, das ist eine so schöne Palette, die enthält sowohl helle als auch dunklere Töne. Von kühlere Töne bis wärmere Töne. Alltagstaugliche Töne habt ihr hier drin. Als auch etwas für den Abend. Oder jetzt zum Beispiel für etwas festlichere Augen-Make-up-Looks habt ihr auch hier Farbtöne drin. Gerade die schimmernden Lidschattentöne sind sehr, sehr intensiv. Also die sind wirklich sehr, sehr gut geeignet für Weihnachten und Silvester taugliche Augen-Make-up-Looks. Ich habe ja euch damit ja auch schon mehrere Male einen Augen-Make-up-Look geschminkt, weil es eine sehr, sehr schöne Lidschattenpalette ist. Die ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Wie gesagt, die enthält sowohl matte als auch schimmrige Töne drin, als auch helle, als auch Basic-Töne, auch wärmere. Also die ist sehr, sehr vielseitig. Und hier habe ich bisher, das ist so eine Palette, wo ich sehr, sehr viele Farbtöne verwendet habe. Also die überfordert mich auch nicht, weil ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch, wenn so viele Farben in einer Lidschattenpalette drin sind oder so viele Fändchen, dass man gleichzeitig leicht überfordert sein kann, weil es halt so viele Lidschatten, Farbtöne, die Palette enthält. Aber bei der muss ich sagen, ich sehe diese Lidschattenfarbton kann mit denen kombinieren. Also ich sehe quasi, wenn ich die nur so anschaue, welche Farbtöne ich miteinander kombinieren kann. Klar, manchmal fällt es auch mir schwer, weil ich einfach viele Farbtöne auch schon mal verwendet habe und da möchte ich auch andere Farbtöne aus der Palette auch mal verwenden. Und da fällt es mir dann schon schwer, dann irgendwie noch Kombinationen zu finden. Aber trotzdem finde ich die dann und machen, dann kann man mit der sehr, sehr schön Make-up-Look schminken. Also, das ist eine sehr, sehr tolle Palette. Eigentlich wäre es wirklich, müsste ich die eigentlich in meine Jahresfavoriten mit reinzeigen müssten. Aber weil ich die nicht so häufig dieses Jahr verwendet habe, wie ich die eigentlich wollte, war es mir einfach nicht so möglich, die zu zeigen. In diesem Video wollte ich die mal erwähnen. Weil ich bin immer noch von der super begeistert. So, das ist mit die einzigste Palette, wo ich wirklich sah, bei so viele Farbtöne, die enthält, dass ich die auch wirklich fast alle verwenden kann. Klar, der ein oder andere Farbton gibt es zwar, den man vielleicht nicht so verwenden würde, aber ansonsten, muss ich sagen, sind hier fast alle Farbtöne drin, die ich enthalte, die ich schon mal verwendet habe oder schon mehrmals verwendet habe. Es ist eine sehr, sehr tolle, tragbare, vielseitige Lidschattenpalette. Also die muss ich sagen, wenn ich wirklich eine Palette behalten müsste, meine ganze Sammlung, meine ganze andere Paletten, die ich jetzt auf einmal so weg hätte, dann wäre es tatsächlich die, die ich behalten würde, weil die einfach so vielseitig ist. Also alle anderen könnten verschwinden, aber die nicht. Die muss ich sagen, die würde ich tatsächlich behalten, weil die so vielseitig ist, so schöne Farben enthält und hier sind alle Farbtöne drin, die ich sehr, sehr gerne verwende. Also da brauche ich einfach nicht mehr. Also es reicht eigentlich nur noch die zu haben. Klar, aber ich teste trotzdem für euch auch gerne auch andere Lidschattenpaletten. Also klar habe ich auch andere Paletten sehr, sehr gerne im Gebrauch. Aber wenn ich jetzt wirklich so überlegen müsste, die einzigste Palette, die ich auch zu meiner ganzen Lidschattenpalette-Sammlung behalten wollte, dann wäre es die. Ich habe jetzt schon lange genug, wie kann man so lange über ein Produkt reden? Dann merkt ihr, ich bin super begeistert von dieser Palette. Jetzt reicht es auch, die zu reden. Ja! Ja, das war das letzte Produkt.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, was ihr zu den Produkten sagt, ob ihr das ein oder andere Produkt vielleicht schon selber zu Hause habt oder schon mal ausprobiert habt oder mal ausprobieren wolltet. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr gut ins neue Jahr hineinkommt. Wie gesagt, dass ihr alle gesund seid, wenn es nicht so ist, schicke ich noch an dieser Stelle ganz viel liebe Grüße an euch. Fühlt euch gedrückt. Ja. Und dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video in das Jahr 2024 dann wieder ein. Dann hoffen, ja, ich beende diese Stelle des Videos. Ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Video wieder ein und zum dem ersten Video, was in dem Jahr 2024 kommen wird. Feiert nicht so viel. Ja, und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss.